Willkommen bei Römische Aquädukte. Das Wassermanagement wurde von den Römern sehr ernst genommen. Die Kyrenaika profitierte durch die Errichtung von Aquädukten und Kanälen enorm von der römischen Verwaltung. Die Wasserquelle variierte je nach Standort. Viele Aquädukte lagen am Fuße eines Berges, da Schmelzwasser den Wasserfluss begünstigte. Aha. Die Möglichkeit, Wasser über längere Strecken zu transportieren, erhöhte die landwirtschaftliche Produktivität. Einige Aquädukte sollen über 7 Kilometer lang gewesen sein. Während sich die Griechen Libyens auf Oliven und Feigen konzentrierten, die weniger Wasser benötigten, brachten die römischen Aquädukte eine größere Vielfalt im Anbau mit sich. Der Wasserverbrauch wurde streng reguliert. Die Methoden der Ingenieure beim Bau von Aquädukten wurden ständig erweitert, wobei der Fokus auf der Ausbeutung der örtlichen Umgebung lag. Materialien, Wasserverbrauch, Säuberungsregularien und ein tiefes Verständnis davon, wie man die Schwerkraft nutzen konnte, waren wichtige Aspekte. Mehrere Festungen wurden gebaut, um die Aquädukte, Becken und Zisternen zu schützen. Wasser wurde auch über Brunnen und Zisternen gewonnen, aber Aquädukte waren die Hauptquelle für Trinkwasser. Das Wasser wurde entsprechend der Bedürfnisse der gesamten Stadt verteilt, individuelle Wünsche standen an zweiter Stelle. Fast alle Aquädukte mündeten in Brunnen. Das Wasser wurde weitergeleitet, um die Straßen zu reinigen, Badehäuser und Latrinen zu versorgen und generell zur Hygiene der Stadt der Kyrenaika beizutragen.